Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob, Schwammkopf 3D, heute Social Movie Night. Viel Spaß! Willkommen an Bord. Wenn Sie sich jetzt dieses Video ansehen, möchte ich Ihnen als erstes herzlich gratulieren, denn Sie haben es geschafft, auf einen Link zu klicken. Doch kommen wir gleich zum Thema. Die SpongeBob Social Movie Night war ein voller Erfolg. Doch dieser Erfolg kam nicht über Nacht. Obwohl, naja, eigentlich schon. Aber vor allem ist die Geschichte der Social Movie Night die Geschichte eines Mannes und seiner Arbeit. Seiner Ausdauer, seiner Hingabe, seines Weitblicks und seiner Locken. Wohl in erster Linie seiner Locken. Ich mag Locken. Klingt, als ob eine Menge... Hoppla! Klingt, als ob eine Menge... Hoppla! Klingt, als ob... Hoppla! Hoppla! Klingt, als ob eine Menge Hoppla nötig wäre, um eine Social Movie Night zu veranstalten, richtig? Falsch! Begeben wir uns nun direkt an die Front, wo wir den wichtigsten Aspekt solch einer Nacht untersuchen. Die Community. Wie kostbarstes Blut, das durch die Adern fließt, ist es die Community, die solch ein Event zum Leben verhilft. Entschuldigung. Um den Anspruch der heutigen Zuschauer gerecht zu werden, gab es diesmal sogar zwei Co-Hosts. Nicht nur die Space Frog, sondern auch Marty Fischer war mit dabei. Aber auch andere YouTuber kamen zu Besuch. Und sogar Santiago Ziesma, der Mann, der Mr. Schwammkopf seine Stimme leiht, war da. Also, wir sind jetzt voll korall, voll cool. Nun, da alle beisammen sind, denken sie wohl, sie seien bereit für den Film. Ganz ruhig. Zunächst zeigen uns die Space Frogs noch, wie toll sie moderieren können. Also ich glaube, ich werde heute hier aus. Aber ich muss ich hier machen, weil ich habe diese große Nase. Du bist nicht raus, du bist Mikro, so ein Zuhörer, Jetzt habe ich den Text vergessen. Nachdem wir dies endlich hinter uns haben, wird es nun Zeit für den großen Moment. Da 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 tap da 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 tap da 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 da. Wie war der Film? Ich fand ihn sehr lustig und er sah vor allen Dingen sehr gut aus. Also ich fand viele Animationen, viele kleine Kleinigkeiten sahen sehr gut aus. Und er ist witzig, kurz und knackig, sehr schön. Ja, wundervoll. Hat mich sehr an übliche, also was heißt übliche? Es hat ein bisschen sich angefühlt wie eine normale SpongeBob-Folge, nur auf Acid und länger. Also es war so ein kleiner Drogentrip, also sehr interessant, sehr abwechslungsreich und crazy. Ihr fragt euch jetzt sicher, hey, wie sieht dieser Film jetzt eigentlich aus? Lassen Sie mich diese Frage in Bildern beantworten. Was machst du denn da mit meiner Pflaume? SpongeBob! Patrick? Sprich mit mir, Kumpel. Ich sehe ein helles Licht. Ist das besser so? Viel Dankeschön. SpongeBob Schwammkopf 3D. Wann hört der Zucker auf zu wirken? Mittwoch, was für ein komischer Tag für ein Radio hochzuladen tun. Aber Freitag kommt ja noch eins, also. Ja, egal. Ja, drüben gibt's auch noch was. Random Videos, die drin sind. Genau, und. Check it out. Ja, ne? Spaß gemacht, war schön. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Tschüss.